da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Die Saison geht in dem Sinne Ende März, Anfang April los. Dann ist es alles noch gemacht. Dann haben die Techniker noch mehr zu tun als wir auf dem Steg. Man sagt, nichts hält für immer. Doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Wir können das Buch. Aber Hauptgeschäft ist nachher Juni, Juli, August, die drei Monate, September dann noch rein. Also da ist der Stressfaktor schon, wenn man ihn an sich ranlässt, am höchsten. Bis zu 100 Gäste am Tag, also da werden zwischen 10 und 17 bis 18 Boote am Tag übergeben. Das sind schon 4 Monate, wo das Arbeiten dann etwas mehr ist. Wir haben unsere Schiffe gut im Griff. Die sind technisch im guten Zustand, sodass da relativ wenig passiert. Klar, auch wir haben hier Technik mit Technik zu tun. Da kann immer mal was kaputt gehen. Aber wir haben gut gegengewirkt. Wir haben sehr hohen Lagerbestand. Ne? Das ist gerade bei Booten immer das Thema, dass man nicht unbedingt schnell die Ersatzteile kriegt. Da haben wir andere Bedingungen hier vorherrschen und können dann auch schneller reagieren. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Wie oft am Tag klingelt denn bei euch beiden das Telefon in der Höchstsaison? Das will keiner wissen. Also in der Hauptsaison, Björn hat ja noch die Notfallnummer, da kann das bis zu 300 bis 350 Mal am Tag klingeln. Das sind aber alles keine Notfälle. Das sind nicht alles. Also nicht alles, ne? Also vielen Leuten muss auch nochmal gezeigt werden am Telefon, wo ist der Lichtschalter. Ich habe die Hafenmeisternummer. Ja, alles, was hier rumfährt und hier einen Liegeplatz haben will und nachfragen, ob der Rührezischer auf ist oder was kostet der Sprit? Was kostet der Sprit und so weiter und so fort. Also bei mir bewegt sich das auch so zwischen 200, 250 Anrufe am Tag. Neben dem normalen Job. Denn wir leben hoch, die Welt ist klein und wir sind groß.